Hi Leute, es ist 6.47 Uhr und während andere Leute jetzt erst aufstehen, stürze ich mich schon auf Lara. Auch wenn daraus nichts Gutes werden kann, aber wir können es ja mal versuchen. So versaut sie mir wenigstens nicht nur die Hälfte des Tages, was? Wer schießt da? Ach so, hi. Gut, für heute genug Tomb Raider. Nee, aber was war denn das jetzt? Ich will auch sehr bitten, Herr Geschützturm. Das fand ich relativ unfreundlich von Ihnen, was Sie da gerade fabriziert haben. Moment mal kurz. Warum hab ich keine. Okay, ich dachte schon. Vollautomatische MP. Kann man noch mal probieren. Alter, beruhig dich. Ja, wir haben eine vollautomatische MP. Ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist, hier an die Leiter nochmal zu gehen, einfach so. Wobei ich sehe auch keine direkte Alternative, außer natürlich. Das erste Mal, dass ich Quicksave. Außer natürlich, dass hier funktioniert. Tada! So, schießen kann man. Wahrscheinlich schon auf die Geschütztürme, nur ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt. QS, wow. Ihr schreibt sogar dabei, dass es ein Quicksave ist. Voll nice. Okay. Haha, du kannst mich mal einschalten. Lara, das ist jetzt der Mo. Oh mein Gott! Der Move war mal sinnvoll. Wie ist das möglich? So, deaktiviere ich jetzt hiermit die Geschütztürme? Nein, das wäre zu simpel. Nein, ich lasse den Boden furzen. Zum Glück furzt dieser Boden. Bodenfurz, jetzt im Kino. Ah, aber sie schießen trotzdem nicht auf mich. Das ist ebenfalls sehr freundlich. So, dann wollen wir mal schauen. Hallo, hallo, nicht auf mich schießen. Ich laufe durch den Nebel. Meine Freunde, den Nebel. Dreh Nebel mal um. Voll cool. So, so, da hoch muss ich. Da ist ein Rohr. Also ich denke mal, Lara, tu das, was du am besten kannst. Greife nach dem Rohr. Und dann wird alles gut. Das Rohr bildet ein Kreuz. Es ist ein christliches Rohr. Typisch Priester halt. Lara verliest gerade Szenen aus ihrem neuen Buch. Okay, ich kann nicht hier abspringen in irgendeine Richtung. Ich gehe mal davon aus, dass ich einfach. Ich gehe mal davon aus, dass das falsch war. Strange. Was soll ich denn jetzt hier machen? Weil so ausdauermäßig läuft es gerade bei mir nicht ganz so gut. Ah so. Ja, jetzt ist die Frage, ob ich das zeitlich noch packe. Außer ich kann da hoch. Kann ich da hoch? Hi. Ich lade einfach. F9. Wie diese ganzen Shortcuts und so. Die lerne ich jetzt erst. Dabei ist es schon längst zu spät. Es gibt kein Zurück mehr. So kann ich jetzt hier hoch. Ja. Aber wahrscheinlich ist hier oben direkt nichts, sondern halt nur auf der direkt unter mir. Yay. Hallo. Hallo Gang, wie geht's? Ich bin in der Abteilung für Meeresbiologie. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich weiß nur, dass sie mal wieder mit ihrer Pistole ausrastet. Demnach ist hier wahrscheinlich was. Lara, ist das dein Ernst? Wie hast du die denn jetzt bemerkt? Von hier aus. Ah, ich kann Kugel.
Und wonach suche ich? Irgendwas Bestimmtes vielleicht? Scheint nicht so. Okay. Laufen wir einfach mal durch. Ah! Ah! Mir doch egal. Hör auf zu schießen. Ja. Seid ihr die Techno-Hackbanging-Geschütztürme? Was ist das hier? Was soll mir das bringen? Guckt durch! Ich meine, hier ist ja nur... Nur das da, okay? Ist das vielleicht die Kamera, die die Geschütztürme benutzen? Also, es ist jetzt eine etwas weit hergeholte These. Er ist es nicht. Da hat sich Marco auch schon geirrt. Oder doch? Ich drehe sie mal so. Dann müssten die mich ja jetzt schon sehen. Tun sie aber nicht. War also falsch. Worauf schießt du, Lara? Worauf zielt sie denn? Nimm mal eine andere Waffe. Vielleicht war die Waffe auch einfach zu doof. So, und dann zielst du jetzt wieder. Ich weiß zwar nicht worauf, aber schieß mal. Vielleicht macht's ja Spaß. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube, da tut sich was. Ja, ja, calm down. Nicht aufrasten. Aufrasten. So, Lara, jetzt bitte die Waffe rausziehen. Bilden wir hier so eine Kette. Dahin bitte. Okay, es hat jetzt sehr... Lara, ich wusste gar nicht, dass du so beweglich bist. Was soll denn dieser Scheiß? Was soll mir das hier bringen? Danger. Da, ja, da habe ich drauf geschossen. Ja, komm, Lara, ganz ruhig. Ich glaube auch, sie will irgendwie darauf schießen. Ach so, es geht nur mit dieser Waffe. Versteh schon. Speicher mal lieber. Ich habe keine Ahnung, wo ich diese Waffe hier überhaupt gefunden habe, aber okay. Will mich ja auch nicht beschweren. Sesam, öffne dich. Und gebe Preis. Eine Leiter, so ein Scheiß. What a thrill. Die Leitern werden immer länger. Gerannt bis zum nächsten Ladebildschirm. In Tomb Raider Angel of Darkness ist das meistens nicht sehr weit. Oh oh. Hier ist jetzt wahrscheinlich so ein
riesiger Rätselraum. Voll die Alliteration, lol. Ja, ich gehe recht davon aus, dass hier böse Buben unter Wasser hausen. Lara, geh doch bitte an die Leiter. Danke. Danger! Voll Danger hier. Oh mein Gott! Das war nicht so toll. Hier ist es gar nicht so gefährlich. Aber was ich eben sagen wollte, wenn ich schon die Treppen hier sehe, wenn ich schon die lächerliche Anzahl an riesigen Treppen hier sehe, mir wird schlecht. Wenn ich sie sehe, dann mir wird schlecht. Keine Chance. Ich muss erst stärker werden. Da hoch irgendwie. Es ist wieder so ein ruhiger Part, ne? Also keine Musik meine ich damit. Muss ich wahrscheinlich wieder irgendwelche random Musik einblenden. Lol. Marco, haha, you're so random. And hilarious. Okay. Das ist dann schon mal eine Plattform, die ich öffnen muss. Eine von vielen, vermute ich. Ja, Lara, komm. Hier links entlang. Guck mal, was da oben so Schönes ist. Da kommen wir her, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie soll ich mir das denn merken? Ja, hier kommen wir her. Treppen hochspringen, blub, so. Da sind die ersten anderen Treppen. Möchte aber erst hier rein. Keine Chance. Keine Chance. Der Knopf daneben, der fällt mir gar nicht auf. Es war der falsche Treppenhochspringen, blub. So, jetzt aber. Ha! Lara, es hat doch gestern geklappt. Gefunktioniert hat es. Gefunktioniert. Ein Knopf, der einfach nur in der Landschaft hausiert. Ist ein Landschaftshausierungsknopf. Und ein Hebel, aber Hauptsache er ist da. Also, wir haben jetzt Hebel, die wir nicht drücken können. Wir haben Knöpfe, die wir nicht drücken wollen. Und irgendwie müssen wir das Rätsel aber trotzdem lösen. Und das hier hat er jetzt auch nicht wirklich was getan. Irgendwo hinschieben? Nee. Kann ich jetzt mit dem Knopf da irgendwas anfangen? Nope. So, wir sehen uns dann in 100 Jahren wieder, wenn ich dieses Rätsel hier gelöst habe. Das Schlimme ist ja, es gibt ja kein Rätsel. Ja, es ist wirklich das Schlimme gerade. Es gibt kein Rätsel. Es gibt nur Knöpfe, die man nicht drücken kann. Aber sie sagt auch nicht, warum sie die nicht drücken möchte. Nee, sie sagt einfach nur, hey, guck mal, einen Knopf, den drücke ich nicht. Einfach so. Muss ich vielleicht dieses Ding da einfach bis hier hinschieben? Könnte das sein? Das würde ja eine Menge Spaß machen. Das ist nicht euer Ernst. Weiter kann ich es leider nicht schieben, weil hier ist diese kleine Stufe runter. Seht ihr, wenn ihr genau hinguckt. Ja, der Knopf macht nichts. Der andere wird vermutlich auch nichts machen. Nope. Kann sie nicht drücken. Also das Ziel ist es, diesen Behälter, den ich schon mal verschoben habe,
irgendwie da hinzukriegen, aber Lara möchte ihn nicht schieben, weil das wäre zu einfach. Ja, steh doch auf. Okay. Ich kann nicht aufstehen, wenn mein Kopf von freier Luft blockiert ist. Hallo, hier spricht Le Marco. Yay. Das Spiel ist abgestürzt. Oh weh. Ja. Nice, ne? Very nice. Very, very nice. Komm, friss mich. Aua, das tut so weh. Ja, ich würde sagen, wir untersuchen als allererstes mal den Unterwasserbereich hier. Der ist der größte und der nied... Hör auf! Zeig mir nicht das Innere von deinem Gesicht. Danke! Okay, das Biest tötet uns, wenn es uns erwischt. Wo war ich? Genau, wir schauen uns erstmal den Unterwasserbereich hier an, das ist der größte und vor allem niedrigste. Und dann arbeiten wir uns praktisch hoch von hier aus. Hier ist ein Gitter mit dem anderen Raum dort hinten, vermutlich damit man nicht von dem Ding aufgefressen wird. Was relativ sinnfrei ist. Außer wir müssen explizit... Schauen wir uns erstmal das da unten an. Aber ich denke... Oh, komm. Ja, reg dich nicht auf. Ich denke, dass der eingezäunte Bereich wahrscheinlich der ist, den wir als erstes untersuchen sollten. Ist das Viech tot? Also, ich meine, geglitscht? Weil irgendwie... Ah, da hinten. Hallo. Wie geht's? Eins. Hat das eine Bedeutung? Sieht nicht wirklich so aus, ne? Ja, komm, beruhig dich. Moment mal, da ist doch was. Nee, es ist einfach nur... Ja, komm, friss mich. Ich habe nicht gefunden, was ich suchte. Friss mich. Was auch immer ich suchte. Du siehst so schön aus von innen. Jeder kennt mich von innen. Yay. Ich ertrinke schneller, als das Ding mich in Stücke reißt. Aber ja, weil ich jetzt eigentlich sagen wollte, vermutlich ist der eingezäunte Bereich wirklich das erste, wo wir hin sollen. Und da unten war, soweit ich das jetzt sehen konnte zumindest, ja, ohnehin nichts zu finden. Okay, wir haben hier wieder so einen komischen Ventilator auf dem Boden. Ja, ich hätte es wissen sollen. Hebel, was tust du? Ich bin einfach nur hier. Ich finde, ich sehe gut aus. Aha, okay. Das wirkt ja... Okay, das heißt, der Strom... Das heißt, der Strom war die ganze Zeit aus. Deshalb konnten wir die ganzen Hebels und Schalters nicht betätigen. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ja, in der Tat, das ergibt Sinn. Ich bräuchte ein bisschen Luft. Danke. Lara, kletter da rein. Das ist ein Loch in der Wand. Es wird dich zu einem Regenbogen mit einem Topf Gold am Ende führen. Oder zumindest zu einem Schalter. Aber du magst doch auch Schalter, oder? Öffne dich. Öffne dich. Öffne dich. Nein, das ist... Der Öffne dich Rap ist nicht so cool wie der Post für mich Rap. Muss ich jetzt ganz ehrlich mal zugeben hier. So. Dieses Ding haben wir eben geöffnet. Direkt hinter einem Danger-Zeichen. Da, wo Danger steht, geht's auch immer direkt weiter. Ja, komm, Lara, ganz ruhig. Das hier macht was?
Nichts irgendwie. Hallo? Komme ich hier nicht her? Nee. Was ist das Shit? Es ist ein Raum, denn wir haben noch nicht genug Raum. Der riesige Saal, den wir auf der anderen Seite haben, reicht uns noch nicht. Okay, hier tropft irgendwas runter. Ich kann die Kamera auch nicht rotieren. Also nicht auf der X-Achse zumindest. Und auf der Z-Achse wäre irgendwie sinnlos. Deshalb kann ich auch nur sehen, dass da irgendwas runtertropft. Macht das hier irgendwas?